Ja, ich habe noch nicht einmal Lied nachgeholt. Weil ich halt das ganze Inventar voll mit Lied hatte, aber nur 2 oder 3 Stacks Dirt. Boah, ist das, das ist so eine total stupide Aufgabe. So. Jetzt geht das Ganze noch ein weiter nach innen. Yay. Yay. So langsam nimmt es Form an. Ja. Ja. Also es könnte sonst einfach einer mal hingehen und bei der oberen Reihe jeweils immer in den Ecken dort reinpacken. Marosch. Schon mal. Weil dann muss ich nicht immer switchen und kann einfach nur platzieren. Packen wir dann immer die Glasscheiben, LEDs, die dann einzeln angesteuert werden? Klar, wenn schon, denn schon. Bitte so, RGB. Wo bist du denn, Flinny? Ach so, ah, da machst ja, du es. Nee, das ist nicht die oberste Reihe. Genau, ja, gut. Ich wollte jetzt gerade erstmal nicht dazwischen fummeln. Ja. Hier ist ein Block abgerissen worden. So. So. Ja, aber ist genau richtig. Müssen nur gleich mal kontrollieren, ob das jetzt auch von der Höhe her alles so passt. Nee, da kommen 2 wieder drauf, Lenny. Du bist 1 zu tief. Oh. Die nächste Reihe kommen auch noch wieder 2. Also theoretisch müsstest du als erstes, dann ich und Multi direkt hinter uns mit hochbauen. Multi müsste direkt hinter dir sein. Ja. Ja. Habe ich das nicht gesagt? Nee, du hast gesagt, erst du, dann ich und dann Multi. Ja, ist doch richtig dann. Nein, Multi muss nach dir kommen. Die Blöcke wieder auf die falsche Höhe setzen. Ja. Multi muss ja erst hochbauen und dann... du, setz ich den dort hin. Also erst du mit den Blöcken, dann ich mit dem draufbauen und dann Multi mit hochbauen. Dann von mir aus so, aber ja. Nicht erst du und dann ich und dann Multi. Jetzt bin ich verwirrt. Egal, bau einfach weiter. Und verbau dich nicht. Ja, das wäre besser. Und das ist auch der einzige Grund, warum das in Tech Company 1 so kompliziert war mit den, also weil da zusätzlich halt noch Wasser war. Ach, das ist komplizierter? Nein, ich glaube nicht. Nee. Ivo. Warte mal, habe ich da... Ich glaube, ich habe hier einen Baufehler drin, oder? Bitte nicht. 3 rein, dann das. Nee, doch nicht, okay. Ich kontrolliere nur sicherheitshalber zwischendurch, weil ganz am Ende den Baufehler finden ist für einen Arsch. Ist das eine einzelne? Nee, doppelte immer noch. Ja, ist doppelt. Ja. Danach kommt dann eine einzelne. Geht. So. Und da kann Multi jetzt mal Eier schaukeln. Schaukel, 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 schaukel. Ja, weil danach noch einmal und dann wird's nämlich kompliziert. Weil wir dann ja nicht mehr nicht hochgehen, fragen. Sondern nach innen. So. Werdet ihr aber gleich sehen, was ich meine. So. Alter, ich kann gar nicht so viel labern, weil ich mich so konzentrieren muss. Also von außen sieht jetzt irgendwie die Glasreihe ein bisschen mickrig aus. Können wir ja nachher vielleicht noch größer machen. Ja. So, ach, hier habe ich auch noch nicht. Das ist dann ja der Feinschliff, sage ich jetzt mal. Ich habe auch schon überlegt, ob wir die Glasreihen nicht sowieso die momentane durch Stein ersetzen sollten, weil mit der Kante sieht das irgendwie scheiße aus. Ja. Dass wir dann vielleicht irgendwie noch einen Block tiefer machen, dann halt 2 Reihen und ja. Ja, können wir mal gucken. Das sind jetzt wieder 2 Reihen, ne? Also doppelte. Genau. Multi, da muss ich mir arbeitslos noch einmal hochziehen. Seit wann bist du arbeitslos? Du bist nicht mehr arbeitslos. Oh, wieder Standbild. Ich hab irgendwie voll oft mittlerweile Standbild. Ich kapier's immer noch nicht so wirklich.
So. Da hat ein Dirtblock gefehlt. Ich muss einfach überlegen. Sorry. Ja, ich war gerade verwirrt. Hä? Hier fehlt auch wieder ein Dirtblock. Kann nicht sein. So. Aber, nee, hier haben wir den richtig. So. Jetzt sind es viermal eine einzelne Reihe. Multi. Eierschaukeln, aber richtig. So. Alter. Du kannst mal hier den Dirt schon rausreißen, bei den unteren Reihen. Nee. Also, oder Multi könnte das machen, ja, aber die Sache ist... Ja, meine ich... Bitte guck, dass du mit meiner nichts Falsches dann wegreißt an Dirt. Ja, ich meine eigentlich, der sollte es per Hand machen. Oder so. Aber ich könnte wetten, der macht das nicht per Hand. Informatiker und voll und so, ne? Ja, das hatten wir erst im Stream. Ja. So, mal gucken. Das sieht richtig aus. Jetzt nimmt Multi mir die Arbeit weg. Flenny, du musst schneller arbeiten. Sonst klauen wir uns hier gegenseitig die Arbeit. Achso. Flenny, schneller. Tobi, schneller. Also, Flenny arbeitet bei mir schneller. So geht das natürlich auch. Nein, verdammt. So, und stellt euch mal das vor, nur in Vanilla. Das habe ich, wo ich das erste Mal... das habe ich das erste Mal, wo ich... Du kannst doch die anderen Seiten dann weitermachen. Ja, kannst die anderen Seiten weitermachen. Die ist jetzt ein bisschen komplizierter. Lass das. Da muss ich noch einen weiter nach innen jetzt. Das ist jetzt ein bisschen nerviger, kann man schon bald sagen. Weil das teils sehr anstrengend ist, da jetzt drüber nachzudenken. Soll die Folge nicht auch langsam um sein? Ja. Wir machen noch ein paar Minuten länger. Ich wollte gerade sagen, ich will die eine Kante hier eben fertig machen. Oder das eine Viertel. So, jetzt das nächste ist wieder jeweils 2. So. So, jetzt einmal mit dem Builder's Wand. Buff, Kreativ Builder's Wand. Zack. Stimmt das? Ich guck mir das gleich nochmal an. Noch, aber es sollte tatsächlich stimmen. Die Mega-Kuppel ist fertig. Ja, ein Viertel. Gut, aber dann würde ich sagen, wir machen das gleich in der nächsten Folge weiter. Alter, oder? Komm mal bitte hier raus und guck dir das an. Das sieht so geil aus. Wobei die eine Kante hier, ich meine, lässt sich wahrscheinlich so nicht vermeiden, aber die Kante hier sieht scheiße aus, wo ich drauf stehe gerade. Ja, das ist vom Ding her. Terraforming und so. Können wir theoretisch. Alter, das sieht geil aus. Wir könnten die Dinger noch in Slabs überschneiden, dass wir da Slabs drauflegen, oder? Obwohl, dann sieht das noch beschissen aus. Das versuchen wir, wenn, dann nachher. Nicht jetzt. Also erstmal die komplette Kuppel fertig, dann mache ich ein Backup und dann darfst du es versuchen. Muss jetzt sowieso, ne? Nach der Aufnahme und so. Ja, deswegen. Aber dann würde ich sagen, wir hier schon mal einfach damit das Backup noch halbwegs ins Dreck rausreißen. Ach, scheiß drauf. Nee. Wir arbeiten da ja eh noch gleich weiter. Ja. So, und wo meintet ihr, dass es ein Fehler ist? Dann gucke ich mir das nochmal ganz schnell an. Hier vorne. Irgendwo ein Fehler drin. Das. Hier soll also, ich war mir nicht sicher, ob das hier richtig ist, aber... Nee, diese Seite ist richtig. Okay. Ah nee, hier seid ihr schon eine Ebene höher, deswegen sieht das anders aus. Aber das sieht richtig aus auf den ersten Blick. Wie wär's, wenn wir das einfach noch hochziehen? Ja, komm, dann machen wir heute deutlich längere Folgen. Achso, nee, die eine Ebene meinte ich jetzt eigentlich nur, Nee, komm, wir machen das eben schnell fertig.
Okay. Dann kommt heute mal eine bisschen sehr viel längere Folge. Also das nach innen ziehen, das lass mich am besten machen. Weil da ist es halt noch immer ein bisschen... Sieht das krank aus? Was? Mit der Koppel. Also. Aber sie sieht cool aus. Das war eine gute Idee. Muss ich mich mal selbst loben, oh, weil ihr es ja nie macht. Geht das? ich meinte, wo fehlt das noch? So. Wenn die in der Ebene, unten schon mal. Wollten wir unten schon mal das Glas tauschen? So. Jetzt gleich. Oh Mann. Das sieht jetzt auch richtig aus, ja. Also diese eine. Schon wieder Standbild. Ah, nervt das mal die Mühe. Ja, das du ist da ja dran, ne? Ja, da müssen wir auf jeden Fall Lampen reinhängen. Lampen in der Reaktorkuppel? Was? Ja, gut. Hallo, ich stelle jetzt hier offenes Feuer rein, das ist auch nicht viel besser. Ja. Andererseits, ich weiß nicht, ob das... Punkt für dich. Ich könnte mir vorstellen, dass die... Dass, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich da Lampen drin haben, oder? Keine Ahnung. Ich bin kein Atomwissenschaftler. Nicht? In Blei gegossene Lampen. Gute Idee. So, gleich wird's dunkel. Hier ist mittlerweile Licht drin, ne? Verdammt. Fing, ich mach die Augen zu. So, jetzt noch. Ach, ein Viertel noch, okay. Wir jetzt haben gerade mal 5000 Lied verbraucht. Also Liedblöcke. Ich wollte gerade sagen, wir hatten eben schon 50.000 Lied. Nee, das ist jetzt erstmal nur eine Reihe noch. So. Ist das krank, weil ich mittlerweile das so ziemlich auswendig kenne? Nein. Okay. Dann ist ja gut. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. So. Ah, ich habe noch einen Stack. Ah, ich habe sogar noch mehrere Stacks. Okay. So. Und wer will den letzten Block setzen? Ich. Oh. Jetzt darfst du. Ja. Von hier sieht das auch geil aus. Ja. Aber ich glaube, das müssen wir noch ausfüttern, weil so in den Ecken überall noch Dings ist. Ich würde sagen, wir reißen dann nicht gleich... Das wird hier drin wahrscheinlich gleich krass sein, wenn die Erde raus ist. Ja, ich würde sagen... könntest du die Erde rausreißen lassen, oder? Ja. Darf ich jetzt reden? Vielleicht. Also ich würde sagen, wir machen einfach mit Erde oder irgendwas komplett einmal ausfüttern. Und wenn wir fertig sind, lassen wir die Erde einfach durch Bleiblöcke ersetzen. Dass wir halt wirklich sehen, wo wir schon waren und wo wir noch nicht waren. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also, du kannst ganz normal weiter rausreißen lassen. Nee, ich muss dem hier nur ein bisschen Strom geben, weil... Ja. Wobei, das sieht gar nicht so schlimm jetzt aus. Also, ich finde, das sieht eigentlich gar nicht mal... Das sieht cool aus. Die Lichtbox ist, naja. Wahrscheinlich wird das vor allem nachts von draußen scheiße aussehen mit den Fackeln hier dran noch. Stimmt, das kann vielleicht sein. Ist gerade Nacht zufällig? Nein. Meine Frage, wie darf kommt ich? Man hier wieder raus? Gerade gar nicht. Ah, okay. Das heißt, wir bauen uns hier mal kurz eine Tür rein. Ja, oder da? Ich hatte eine Tür. Hier. So. So. Ja, dann mach mal Nacht. Ah. Wobei der ganze Dirt ja noch gar nicht raus ist. Midnight. Gar nichts. Aber es geht, weil. Von hier außen hat man gar keine Lichtbugs. Und wie sieht das jetzt innen aus?
Nur wie gesagt, also ich glaube hier, dass also das Glas würde ich auf jeden Fall noch tauschen. Ja. Aber ansonsten. Sieht das auch geil aus. Also ich würde das sogar so lassen vielleicht. Gar nicht. Also wir können ja immer noch massiv bauen, aber ich würde das so gelassen sogar. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Gut, aber dann jetzt, bevor die Aufnahme noch länger wird, würde ich sagen, wenn ihr es geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.